Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal und somit zur zweiten Folge unseres kleinen Maisprojektes hier gemeinsam mit dem Ansgar. Grüß dich. Grüße, grüß dir. Grüße. Dem Werner, grüße dich. Grüß dir. Ja, dem Daniel, hallo Daniel. Hallo. Der Tobi ist natürlich auch mit dabei. Jo, moinsen. Der Dirk. Ja, moin. Und einen Profi haben wir natürlich auch unter uns, den Merzi. Grüß dich. Profi hat mir jetzt einen Tag. Genau, der Merzi. Ich krieg da wieder Nackenstarre hier. Ja. Merzi sitzt noch auf dem Häcksler. Ich bin mittlerweile in den Schlepper, in den Abfahrer gewechselt. In 75-30er werde ich jetzt hier ein bisschen abfahren und wir machen einfach dort weiter, wo wir aufgehört haben. Los geht's. Mein Häcksler ist aus. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja, genau. Werner, was machst du da vorne? Boah, das weiß ich noch nicht. Achso. Jetzt geht's. Halt, Ansgar. Ja, Entschuldigung. Was war denn das jetzt gerade? Lass Werner mal den vor... Der Praktik. Storno! Das hat ein Auslastungsskript, Werner, ne? Weißt du? Ah, nicht. Langsam. Ja, langsam. 5 km/h, mehr 5 würde ich nicht machen. Maximal. 5 km/h, na klar. Ich fang mal mit einem an. Mit 3 an und taste dich mal langsam ran. Ja. Tobi, warte. Ja, ich warte. Aber das Ding ist doch gleich wieder tot hier. Nee. Ah, ich habe sogar ein Bildschirm für die Auslastung. Gucke. Richtig. Ja. Da wird ja dann auch rechts was eingeblendet unter dem Auslastungsbalken, wenn du zu hoch kommst. Wenn du die Schrift siehst, hast du noch 3-4 Sekunden Zeit. Okay, warte mal, ich muss mal testen. Oh ja. Oh ja. Wäre er einfach gebrochen, ne? Häckslerfahrer. Ich glaube an dich. Man hat ja so viel mehr Platz als wie im Traktor. Ja, ne? Okay, ich habe immer Löhr. Oh nein, du fährst meinen Traktor, oder? Ich habe hier immer Löhr. Ich habe hier ein Problem. Wer ich glaube, der Dirk. Uns? Der Dirk muss mal. Beschreib mal dein Problem. Ja, in einfachen Worten. Nee, das beschreibe ich nicht. Ich versuche mal. Ich glaube, ich sehe ihn da vorne. Ich auch, aber ich kann es nicht definieren, was das Problem jetzt ist. Er liegt nicht an der Seite. Soll ich mit dem Abstellparken kommen? Besser wäre das vielleicht. Hör mal, ist sowieso noch ein bisschen Zeit, bis der nächste vorbeikommt. Komm mal rum mit deinem. Es wird immer schlechter, Moped. Irgendwie. Ja, das mit den Drehschimmel fahren, ne? Das musst du halt auch. Ne? Du musst halt wissen, was du tust. Ja, die schieben dann so. Aha. Wollen wir vielleicht die Gespanne tauschen? Achso, jetzt muss ich hinter dir fahren, ne? Richtig. Am besten wäre so rechts neben mir. Ja. Ein bisschen. Wie viele Kühlstände habt ihr denn so? Na, jetzt muss man. 55%. Ansgar, du? 70, 70 schon. Oh ja, gut, dann werde ich mal hinter dir herfahren, ne? Ui. Ui, so ein Fein. Warum wundert mich das jetzt nicht? Also. Ich habe letztens so ein Video gesehen, da wurde im Schlamm offensichtlich gehäckselt und da hat der Häcksler dann die Träger rausgezogen. Kommt öfters mal vor, ne? Dass der Häcksler da irgendwie so auch Abschleppservice machen muss. Ich brauche doch keine. Ja, super. Sehr gut. Super, der Dirk. Der hat sich schon gefreut. Einmal raus aus dem Silo. Einmal über 10 km/h fahren, nichts mehr. Ich gleich wieder zurück. Ich habe sogar eine Kamera hier für das Abladerohr, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist Y. Ja, sehe ich schon. Sehr das cool. Das ist ja so eine Sache, die vermisse ich im LS echt, ne? Also auch bei den Dreschern, dass man da irgendwie so eine Kamera hat, dass man sie genau dann auch treffen kann. Das gibt es ja bei den Standardmaschinen nicht. Nee. Das kannst du nur über Mods lösen. Wo wollen wir hin? Na, rechts, ne? Ah, okay, dann drehe ich einmal eine Runde, ne? Ja, eine Runde drehen, ja. Ja. Da steht der Felix aus dem Osten aber im Weg. Also der fährt aber auch mit dem Deutschen, ne? Achtung! Ja, ich wusste nicht, was ihr hier für ein Tänzchen aufführt. Ja, das war hier ein bisschen mal erstmal perplex stehen geblieben. So, Tobi, rechts zurück, bitte. Ja, ich drehe mal hier links rum eine Schleife. Mhm. Ah, okay.
Jetzt habe ich etwas doller gelenkt, jetzt ist das GPS ausgegangen, okay. Genau. Hast du noch nie mit GPS gearbeitet, Werner? Früher, wo es noch kein VCR gab, schon. Mhm. Bequemer Mann ist der Werner geworden. So, 95%, Felix, machen sich bereit. Ich bin dran. ...98... ...99... ...und Abfahrt. So, Werner, Fahr. Geht los. Jo. Hast du das so, Merzi? Wie viel hast du? Mein Nacken. Ich bin jetzt bei 74. Oh, jetzt ist mein Audi-Pilot rausgesprungen. Was? Jetzt haben wir mal gut hier. Ehrlich. Also man muss wirklich damit spielen, ne? Bei diesen Autoflitzschichten, ne? Naja. Da muss schon alles passen für die Geschwindigkeit. Das ist. Ach so, du wendest so rum, entschuldige bitte. Ja, das, wie immer eigentlich, ne? Ich weiß es nicht, ich bin's ein bisschen anders gewohnt, sage ich mal. Wer kommt denn hier als nächstes an? Das bin ich. Kannst rückwärts fahren. Schön, du kannst auch schön rückwärts fahren. Ja, ich mach's sofort, ja. Ja. Ach, komm, die einen sagen so, die anderen so. Ich höre den Deutsch bis hierher. Das ist. Dann fahr du mal. So eine Abneigung raus. Nein. Wenn du dann hier angekommen bist, dann fahr du mal bitte rückwärts in das Keilsilo. Jo. Merzi? Ja. Ich würde dann nach links drehen, 180 Grad und dann wieder runterfahren. Ja, dann ist es weg, ne? Ja. Können wir machen. Hm? Okay, das verstehe. Felix, du bist zu schnell. Felix! Du hast gesagt Felix. 8 km/h! Du hast gesagt 8 km/h! Felix! Bleib doch hier! Entschuldigung! Es schrie über den Funk. Ich glaube, da werden ganz andere Worte benutzt beim Funk. Ja! Ich fahre nochmal ein Stückchen weiter hier. Ich habe so ein niedriges Fenster, ich sehe so schlecht. So. Hoppala. Fahren wir gleich wieder runter, dann müsste der Streifen auch weg sein. Ich setze ein Stückchen zurück, dass du dann wenden kannst. Ne? Jo, dann kann der Deutsche herankommen. Ja, ich bin bei 90%, ich hau ab. Wenn er noch wegkommt. Ja. Daniel, mach mich nicht traurig jetzt hier, ne? Ich komm nicht was weg. Was machst du denn? Ich drück nach vorne. Ja, ich dachte ja, Werner würde genau diese Probleme Storm haben. Ja. Warte mal. Mit ein bisschen Liebe muss man so ein Ding fahren. Ein bisschen Liebe und ein bisschen Allrad. Oh, und auch ein bisschen Können muss noch dabei sein. Und jetzt erstmal Dinge, die vermisst werden, klein hier bei dir. Ah, jetzt ja. Aber. Nerv mich nicht. Kommst du hinter mir vorbei? Ja, ne? Ja! Du musst rechts von mir stehen, bitte. Ich versuch's. Ich bin dabei. Ihr hört das schon. Alle in vollster Konzentration. Oder auch nicht. Was ist der Allrad ein? Der Daniel, das ist einfach der Praktikant. Soll ich? Unfall! Merde! Was machen wir hier? Hier hat die KI einen Unfall gebaut. Was, wie schalte ich den Allrad ein? Oh Mann. Drama Grande, hier sind große. Oh, Daniel, ich sag schon mal toi für deine Manöver. Dirk, kannst du da eben mal gucken? Was kann ich, wo denn? Wo war der Allrad? Unfall, das ja. Oder kann ich zünden? Achso, ja. Warte mal, wenn ich ihm das anmache, bleibt das dann. Steuerung E. Steuerung E ist es, glaube ich. Danke! So, steig mal ein. Ganz rechts unten. Ist das grün? Ja, Steuerung E. Ja. Das in der Mitte, ja. Hoppa. Hoppa! Sollen wir mal gucken kurz? Ach, in der Mitte ist jetzt an, ja. Ja, ja, ich fahr einfach los, das mache ich schon. Ja. Oh, Merzi, da muss ich. Fahr so rüber. Kannst du noch ein bisschen vorkommen? Bedienfehler. Wir fahren 5 km/h. Weiterziehen, sagst du. Oh, ich würde jetzt losfahren. Ja, fahr los. Die Handbremse ist drin, Momentchen. Jetzt geht's los, los. Ich habe 88%. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Bahn zurückkommen. Vielleicht das Überstehende hier ein bisschen. Komm mal, na, meinst du das reicht? Ich weiß nicht, ob ich noch eine weitere. Ich bin bei 94. Das bringt nichts. Ja, das sieht gut aus. Dann hau ich ab.
Das ist aber auch kein Spaß hier zu rangieren, ne? Ist doch relativ eng hier alles. Ja, es ist halt ein kleiner Hof, ne? Na, das werde ich mir gleich mal anschauen. Sollen wir zusammen parallel rangieren? Dann ist der Spaß garantiert. Oh, nicht so schnell, Daniel, nicht so schnell. Den nächsten Storner. Ich fahr 5 km/h. Okay. Aber das sieht gut aus, weiter ruhig. Ah, warte. Soweit wie du kommst. Bergab schiebt er. Ja, ja, deswegen. Ja, ja. Und man muss vor allem in den Kurven aufpassen. Durch den Reha kann es auch gut passieren, dass es da mal ordentlich nach außen schiebt. Jawohl, das sieht gut aus. Sag mal, Merzi, du bist ja auch im Reellen beim Häckseln, ne? Wie gesagt, ich bin mal früher als Jungfahrarbeiter, das ist ja auch schon nächstes Jahr 10 Jahre her, auch mal Häckselei fahren. Noch Lars Jaro 870. Oh. Also da gibt es auch die eine lustige oder andere, eine lustige Geschichte, kann ich auch mal erzählen, ich vergessen quasi auf Vollgas zu schalten und auf immer bin Grinny fahren, bis ich 3-4 Meter auf immer bei der Häcksler verstopft. Oh, das ist wirklich schlecht. Ja. Das ist Zeitverlust von wie viel? Wie lange brauchst du, um den wieder freizukriegen? Bei Mais, ja, da muss ich die Bleche da ausschrauben. Ja, ich glaube, eine halbe Stunde hat auch gedauert. Oha, oha. Und Daniel, ich würde kurz rumfahren. Wie war die Stimmung am Set? Ja, ganz. Da haben sie nicht gemeckert, haben gesagt, kann passieren. Ne? Ja. Das war auch schwierig gewesen. Ne? Okay. Der Stammfahrer hat damals mal gesagt, wenn du rausfährst, Dann machst du auf Halbgas, ne? Und mit rausgefahren, dann hab ich vergessen, wie auf Vollgas zu gehen. Und immer standig. Tobi, bitte von der anderen Seite mal ins Silo fahren. Und dann recht nah an der Silowand fahren, damit du da nicht festhältst. Immer weiter Gas geben, ich richte mich nach dir ein bisschen. Jawohl. Ja, gib schon Gas. Oh. Ein gespieltes Team hier, ist ja ein Traum. Unglaublich. Ah, 5. Das ist ja die erste Aufnahme in dieser Konstellation hier. In der Konstellation auf jeden Fall. Und das läuft. Ja, schon gut. Schon richtig gut. Brauchst du einen gelben Schein, Merzi? Ich wollte mitfahren, aber. Achso. Hätte die Tür zu, also. Vielleicht jetzt nicht von jeder. Dicht an der Silowand, hast du gesagt, ne? Ja, also jetzt nicht übertreiben, ne? Aber. Ja, gut. Nicht, dass du da festhängst. Es geht nur darum, dass du nicht festhängst. Du hast ja einen Abschiebewagen, ne? Yes, Sir. Ja, siehst du, perfekt. Ich versuche mal mit 8 km/h durchzufahren. Ich hoffe, das passt. Mach mal. Da sind wir mal gucken, mal runterfahren wieder. Den Kram ein bisschen weg, ne? Das ist natürlich eine etwas langwierige Geschichte. Ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass wir diese Folge das Feld fertig bekommen hier. Ja, wir müssen vermutlich noch umziehen. Moin, ja. Ich dachte, wir klingeln mal an hier. Moin! Gerade schlecht. Oha, hier ist ja richtig Betrieb. Wir erwarten keinen Besuch hier. Rot im Ofen und so. Machen sich vom Acker. Herr. Hier ist der Streifen. Herr Agrarplay? Ja, hier. Bitte rückwärts in dieses Kaisilo, bitte. Ja. In einem Zug. Ja, guck dir das mal an, Dirk. Ich glaube, es hat ganz gut gepasst. Ich bin begeistert. Tobi, bei dir brauche ich gar nichts mehr sagen. Wenn du begeistert bist, dann bin ich auch begeistert. Sehr schön. Ist so. Ui. Ich sag's ja. Beste Hinwerner. Ja, du, Also, Dirk, ich will hier den Plan vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren. Das Füllvolumen meiner Schaufel vom Frontlader ist so gering, und obwohl es wenig aussieht, scheint hier doch eine ganze Menge zu liegen. Es könnte sinnvoll sein, beim örtlichen Händler nochmal nach einem Radlader zu fragen. Ja, ich könnte auch versuchen, diese Großmenge zu schieben mit dem Ladeschild hier. Ja. Und du würdest nur, warte mal, versuchen, dieses Zeug hier noch wegzukriegen. Wir wollen das ja nicht vergammeln lassen hier, ne? Ja. Und das ist vielleicht nicht ganz so viel. Und dann versuchen wir dies mit dem Schild hochzuschieben. Wie weit ist denn das jetzt hier nach hinten? Hoppala. Jep. Noch ein Stück. Du meinte, das mit den Abfahren wird auch immer schlimmer, ne? Was ist hier eigentlich passiert? Wieso ist das hier so weit vorne und hinten? Was meinst du? Das Zeug? Ja, das Zeug. Ja, das ist, weil der erste Abfahrer ist ja hier so ein bisschen quasi am Baum hängen geblieben. Und dann hat sich hier neben dem Baum auf dem Weg zwischen Silo und
Jo. Was? Und Kuhstall, da hatte sich dann so ein großer Berg gebildet. Den musste ich da erstmal wegschieben. Immer weiter. Ja, ja. Ah, und dann. Dadurch ist das passiert. Ich bin mal wieder weg, Jungs, nicht? Ich krieg Felix? Das hier auch nicht, ich krieg ja? das hier gar nicht gefasst. Ja, okay. Sehr gut, Daniel. Okay. Ja gut, dann schwierig. Was denn? Dann lassen wir das. Kommt jemand durch die Unterführung? Ich glaube, du hast nichts zu befürchten. Ich tue das hier nochmal schnell drauf. Den Rest müssen wir dann eventuell mit einem Radlader machen oder mit irgendwas anderem. Nee, wir machen also, das mit dem Schild hier. Ich kann das oder mit dem Schild. Das kriegt man hier mit dem Frontlader so nicht hin. Alles gut. Hauptsache hier zwischen den Bäumen, dieses, was ich da vorhin gezeigt hatte, das ist so ein bisschen... Ja, auch das habe ich, aber das ist das gleiche Problem. Also man kriegt mit der Schaufel das nicht so gut aufgenommen. Das ist irgendwie von Schaufel zu Schaufel variiert das sehr stark. Ah, du was Jammerer. Man was? Sag mal. Dein Selbstbewusstsein, das will ich haben. Ich weiß, wer noch nicht zu Weihnachten bekommt. Frechheit. Denk an den Ohrfeigenbaum. Ja, genau. Ich war gerade reingerüttelt, du. Ja, nach der Grillparty habe ich wieder keine Befürchtungen mehr. Oh, warte mal. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin falsch. Ja, ich bin falsch. Ich muss weiter rüber. Grillparty? Was für eine Grillparty? Habe ich was verpasst? Auf der wir nicht eingeladen waren. Ah, okay. Cool. Ja, die kennt jeder, habe ich gefühlt. Ja, irgendwie schon. Ja. Ja, dann willst du da mehr erzählen. Ist dir das öfter im Leben vorgekommen? Ich hätte gerne mehr erzählt, aber ich wurde nicht eingeladen, wie gesagt. Also. Er hatte so viel zu geben. Tja. Oh, warte, stopp. Storno. Ich komme hier später nochmal mit schwererem Gerät. Das ist so nicht sinnvoll. Das gucken wir uns dann an. Jo, weiter geht's. Also selbst zwischen den Bäumen liegt jetzt noch ein bisschen was. Was ist denn da vorgefallen bei euch? Was? Es gab, wurde auch an anderen... Ja. Ja. Hätte man doch mit mehr Drehschemeln abfahren sollen. Ja. Weiß jetzt im Nachhinein muss man sagen. Ja, an mir lag es jedenfalls nicht. Nein, natürlich nicht. Wie könnte es auch sein? Natürlich also. Nicht. In diesem Fall nicht. Sag mal, Daniel, du rüttelst wirklich, ne? So, Daniel, ich würde sagen, dann nehmen wir die letzte. Ja. Ich bin ein geduldiger Mensch, ne? Aber irgendwo hören wir auch. Ich mach Platz. Wie, habt ihr das Feld schon runter hier? Ja, natürlich. Oh. Ja, sie. Ja. Also wenn, Ansgar, wenn du siehst, dass der Deutz-Fahrer kommt, ne? Wer, oder, also ich glaube, dann müsste das sein, ne? Ja. 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 Wo, bist dann, du auf dem Weg? Nee, noch nicht. Dann, halt dich bereit. Ja, ich überlege, ob ich gleich hier bleibe, aber wenn du noch nicht auf dem Weg bist, dann bleibe ich, glaube ich, nicht hier. Ah, ich denke, wir werden umsatteln müssen auf ein anderes Feld. Ja, Ansgar kriegt der, ach, Ansgar ist schon, Werner kriegt da oben alles weg, ne? Jo, ist alles weg, Daniel bekommt alles drauf, also... Okay. Ja, wir fahren perfekt. Jetzt zur 4, oder was war das, ne? Ja. Ja. Dann waren wir eine 4. Auf 4, ja. Okay. Ja, aber dann fahre ich gleich weg, weil es lohnt sich dann nicht mehr. Bin schon fast bei 90%. Ach du, warte mal, dann komm ich noch her. Dann kann ich noch was mitnehmen. Oder Tobi, bist du auch leer? Ich bin auch leer. Gut, ne? Dann können hier, wer ist das? Nee, es ist ja gleich leer. Braucht du nicht mehr warten. Aber so. Ich glaube, am nächsten Feld will er erstmal ausleeren gehen davor. Ja, das meinte ich. Ja, dann machen wir jetzt dann entsprechend auch die andere Variante. Nicht das, was wir in der ersten Folge hatten mit den beiden Drehschemeln, sondern wir fahren direkt hinterher. Ist jetzt die Frage, machen wir das in dieser Folge noch? Oder sehen wir das uns in der nächsten Folge? Ich denke, das kriegen wir uns, also den Anfang kriegen wir noch in dieser Folge hin, oder? Ja, ja doch. Also ich fahre gerade hinter mehr zu her, wir sind ja schon an der Unterführung. Wir sind gut unterwegs. Gibt es irgendwas zu beachten bei dem Ding, beim Zusammenklappen? Rohr einfahren, Gebiss zusammenklappen, dann hast du an der Feldeinfahrt noch so ein, der Fachbegriff fällt mir jetzt nicht ein, so ein Schutz, den du davor anbaust von außen. Ah ja, okay. Ansonsten und am Ende nochmal kräftig gegentreten. Richtig. Nur so läuft es. Und zweimal die Hupe betätigen. Mhm. Und dann beten. Hände falten und beten. Ja. Machen wir die Rundumleuchte an, ne? Oh, bin ich. Ah, na hoch. Ja.
in eine Laterne irgendwie. Achso. Ach, ja. Sie bekannt. Hier mit meiner Laterne hier. Heute war das andere muss ein, Edition. Das muss wohl ein Bug an der Karte hier sein, ja. Die einen sagen so, die einen sagen so. Also. Ja. Ich. Die Züge sind auch immer Bugs an der Karte. Ja, ne? Genau. Merzi, steig doch mal kurz aus da. Ich guck mir das mal an. Junge, Junge. Oh, nicht schlecht. War nur hier ein bisschen fast schon. Ja, ist hier irgendwie, müssen wir mal gucken. Ja. Ist hier Einfahrt. Einfahrt weiß ich jetzt bei dem Feld auch nicht. Das ist eine gute Frage. Die Einfahrt ist hier, wo ich stehe. Ach stimmt, vorne an der Hauptstraße, ne? Jo. Was ist da mit der Kolonne? Ja, ne... Steht. Die erscheinen. Ja. Oh, das geht schön bergauf. Oh, oh. Oh. Aber die Massagefunktion im Häcksler. Gerade gesehen, dass man noch ein bisschen höher schalten kann, das wunderschöne Ding hier. Hast du dich mit dem Häcksler durch die Unterführung? Ja. Okay. So, Felix, fährst du jetzt erstmal noch hinter Merzi her oder wie sieht das aus hier? Ach, du kannst von mir aus auch reinstechen, ich fahr hinterher. Das wird dann eh nochmal spannend, wie wir das hier in dem Feld machen. Okay. Wo bist du denn gerade drin? In welchem? Ich bin direkt da. Ach so, und wie viel hast du drin? Nüscht. Ach so. Ja, dann, ich fahr mal. Ja, ja, fahr mal. Ich fahr euch hinterher. Aha, hier rechts überholen hier. Ich muss glaube ich rechts dran kommt fahren. Auto. Das ist sonst... Na egal, bin ich schon drin in der Kreuzung. Fahr mal hier jetzt. Ja, das. Also wie ist denn das, Merzi? Wenn man so ein bisschen Grünstreifen hat, den kann man mit nutzen. Also wenn wir so einen Grünstreifen haben oder so, sag ich jetzt mal, da fahren wir dann halt auch daneben, ne? Ja. Wenn da keine Gefährdung ist durch einen Graben oder so, natürlich, ne? Ja. Dann wird da oben da mal vorne kommt fahren. Eine Gefährdung durch einen Stein. Das ja. Wird spannend. Tobi? Und, ja. Willst du hier bleiben? Dann würde gleich das zweite Vorgewende anreißen. Hast du vollkommen recht. Das stimmt, mach das so. Und wenn Feldweg daneben ist, dann fährst du halt daneben, ne? Na, fährt ein Abfahrer dann daneben. Hebt die verschiedensten Varianten. Der eine macht das so, der andere macht das so. Das könnt ihr vielleicht auch nochmal in die Kommentare schreiben, ihr lieben Zuschauer da draußen. Wie ist das bei euch üblich? Gerade im Anhäckseln. Würde mich mal interessieren. Jo. So, der Deutz ist hier in der Nähe. Braucht ihr jemanden, der einen Haken macht? Ja, das mache ich anders. Fahr dir hinterher. Holla, holla. Ich bin da. Ja. Los gehen. Wir sollen reinfahren. Ja. Du müsstest von hier vorne kommen, Daniel. Also hier und dann relativ nah an der Mauer. Aber Ansgar wollte dich Felix, hier hochziehen. Felix, übernimmst du mal kurz meinen Das Hobel wirst du hier? Nicht schaffen. Deinen Hobel? Das ist Deutsch, warte. Wenn du stehen bleibst. Oder schalten die Hütte da. So. Ja, also ansonsten müsstest du gerade warten, dann zieht Ansgar dich da hoch mit dem Haken. Ach so, ich soll deinen übernehmen direkt. Entweder meinen oder ich fahr kurz zur Seite. Ich kann auch schnell zur Seite fahren. Ich warte auf ihn. Machen wir so. Ups, das Wasser da. So, ich nehme schnell das Taxi. Wir müssen den einmal kurz abbauen. Da ist ein bisschen Gras reingekommen. Ah ja. Ich sag's dir. So, ja, Freunde, so da sehe ich es doch. Da, Herr Meier. Hansgar, in der Halle da hinten. Der Herr Meier. In der Halle. Irgendwo hier hinten, da. Jo, hab ich schon gesehen. Sollte alles wieder dran sein. Ehrlich. Dann das Kabel den mal an hier. Moment. Man merkt sich, kannst du mal kurz warten? Was macht ihr da? Ja, wir ziehen Drama hier den kraftvollen Deutz. Ja, das möchte ich mir auch angucken. Aber.
Ist ja geil, ne, Tobi? Was, also. Ja, das ist die Lust an der. Mal nochmal. Sensationsgeilheit. Ja, ja. Ach, da hat die Leistung wohl doch nicht gereicht. Wisst ihr was? Ohne schlechtes Gewissen. Weiß ich noch nicht, ich habe nichts probiert. Hör dir das an. Ohne schlechtes Gewissen. Naja. Oh, wo sind wir bitte hier? Ich stehe hier, ne? Auf wen bin ich denn da gerade drauf? Ja, also. Ich denke, der Silo-Walzer hat nicht vernünftige Walzer. Das ist mir das nicht zu fahren. Ja. Oh. 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 Ganz böse Falle. Das erste Mal, dass wir das so schön in Einsatz sehen. Ich bin gespannt. Theoretisch ist es so, dass man mit dem Röverpack, da wir hier einhaken und nicht ankoppeln, das Ganze natürlich auch mit dem VCA im Verbund nutzen können. Das ist natürlich eine feine Geschichte. Schauen wir mal, wie sich das in der Praxis jetzt. So, jetzt sagt mir mal, ob ich noch zurück muss oder nicht. Ich sehe das machen, von hier machen wir noch ein bisschen runter. Noch ein paar Mal Stück vor. Der Beton. Ja, nee, ja, nee, das andere vor. Wieder hoch und wieder zurück, bitte. Ah, nur ein bisschen hoch. Ja, ja, jetzt nochmal zurück. Ja, Stück, halt. Machen wir runter. Noch ein Stück zurück, kleines Stückchen. Ganz kleines. Stopp. Und runter. Jetzt müssen wir eine Angel haben, ja. Jetzt hast du eine Angel. So, jetzt läuft das hier. Herrlich, wie sie hier alle gucken. Boah, sieht man nicht alle Tage hier, ne? Macht dann noch ein Laserfoto und schickt das an die Bild. Ja, Herr Meier und Gas. Ja, ich mach erstmal hier, Moment, ich muss mal kurz den hier machen. Männer, wie lang braucht ihr denn da noch? Warte, soll ich schon den ersten Ausland nehmen? Ja, bitte, mach ruhig. Funktioniert. Aber wenn es geht, dabei weiterfahren. Geht wie lädt er aus? Hat er Gerät? Ist jo, richtig. Komm. Weiter. Weiter! Fahr! Okay, Merzi, wir können weitermachen. Ich habe alles gesehen. Der zweite, bitte. Der zweite, bitte. Au! Muss ich neu starten? Ja. Sehr gut. Der Daniel, ein Fachmann in seinem Gebiet. Ja, definitiv. Eine Kugel. Fahr. Ja, okay. Dann darf ruhig weiter. Überlädt er nicht? Boah. Und jetzt gleich aus. Ja, herrlich. Passt. Halt mich. Ja. Merzi, kannst du nochmal wieder einklappen und wieder ausklappen? Irgendwie trifft er gerade nicht. Alles. Ja. So, danke, Jungs. Das war sehr gut. Bin begeistert. Mit dem Herrn Meier. Stets unglaublich, möchte ich sagen. Ja, ne? Es ist, war schon immer schwierig, ne? Oh, was für eine schöne Wende. Sehr gut. Ach, herrlich. So. Jetzt passt das. Der nächste, der kommt bitte wieder rückwärts ins Keilsilo. Ja, das dauert jetzt einen Moment, glaube ich. Oder wie weit seid ihr, Tobi? So, mein Junge, ich bin wieder weg, ne? Ich bin begeistert. Mein Nacken. Wir sind bei 18 Kubik, 42%. Felix, schneller. Schneller? Schneller. Naja, ich muss. Ja, aber ich habe ja hier auch Bäume, Merzi. Ich kann nicht so weit vor. Liebe schneller. Leute. Es ist soweit, ne? Warte eigentlich nur darauf, dass gleich einer aussteigt und dem anderen mal die Scheibe eintritt oder so. Was? Wie bitte? So, wir sind ja nicht im Pharmatown. Der Ton wird rauer. Der Ton wird rauer. Naja, hatte ich hier nicht. Wer von euch beiden ist denn hier eher voll? Der Felix oder der? Ich nehme an, der Tobi. 50%. Ja, ich auch. So. Gut, das ist eh interessant. Ja, dann bist du aber schneller voll. Ich glaube, du hast weniger Volumen. Immer fahr. Gut, ne, ich muss hier gucken. Guck mal, hier haben wir wieder einen Baum. Ich muss hinter deine Persönlichkeit. Ich komme hier sonst nicht vorbei. Hinter deine Persönlichkeit? Ja. Gibt's Alternativen? Hinter das große Ego. Also, soweit ich Platz habe, fahre ich gern neben dir, kein Ding.
Ja, stimmt, ich habe 70% jetzt. Oh. Wie ist das bei euch? Greta sind hier. 58. Komm ich hier. Merzi, bist du noch auf 5? Nee. 7. Nee. Naja, 7 geht nicht hier. Ach so. Ja, ist ja nicht schlimm, da haben wir ein bisschen Platz dazwischen. Ja. Hab auch noch schon einen neuen Kurs, Werner. New heißt der. Mhm. Mal eben schnell, hat er einen einprogrammiert. Mhm. Ja, die geübten Profis, ne, ist halt einfach. Nicht 4, so heißt der, sorry. Bin zu dicht. Dabei fährt er ja eigentlich immer nur Big M. Ja. Ja, aber sag mal so, wenn man es so nimmt, mache ich eigentlich auf meinem Betrieb am meisten mit GPS, ne? Überhaupt jede Wiese mit GPS und wie gesagt auf Feld fahre ich mit stopp. An sich. Ja, bin voll. An sich mache ich auf Arbeit, wenn man so nimmt, am meisten mit GPS. Ist okay. Das nicht, also ich meine, ihr habt ja da, du bist ja dann vermutlich irgendwo da in Mecklenburg-Vorpommern, ne? Bisschen weit ab Brandenburg, ne? Achso, ja gut, aber die Felder werden ja ähnlich groß sein. Ist das nicht langweilig, den ganzen Tag auf einem Big M zu sitzen und eine Bahn nach der anderen zu fahren? Nee. Also nee? Gesagt, ich fahre lieber längere Bahnen, wie sag jetzt mal, als wenn ich so eine kurze Bahn habe. Weil da bin ich nur am Bäcker, so eine Pissenden hier, so eine Pissstücke. Ja, also, da muss man hier hinkommen. Hier gibt es nur solche, wie du es gerade genannt hast. Ja, und wie gesagt, wenn du nebenbei noch einen Livestream zu laufen hast und die Leute so ein bisschen unterhalten kannst, ne, das macht richtig Fun. Also ja, mir macht das richtig Spaß. Ne? Und die Leute können sich das nicht vorstellen. Wie gesagt, wir hatten ja dieses Jahr einen Luzerne-Schlag mit 150 Hektar. Das konnten diese Leute nicht vorstellen. Wie 150 Hektar in 8 Stunden? Dann denken die, bist du immer noch nicht fertig? Ne? Na, 150 Hektar, hallo. Ja. Wie lange brauchst du für 150 Hektar? Ja, da kommt immer drauf an, sag jetzt mal, ne? Wie ist der Bestand? Wie schnell kann ich fahren? Sind viele Hindernisse? Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Wie lange habe ich denn da überhaupt für den Schlag? Hoppala. 9 Stunden oder so? 9, 10 Stunden? Hoppala. Ui. Komm, los, Stop. Der Big M, wie viel Meter macht der? Also meiner hat, also ich habe den Big M 420. Wie gesagt, der ganz neue ist ja der 450er, der hat 9,90 Meter, meiner hat noch 9,72 Meter, Anziger muss ich abhängen, 9,72 Meter. Ja, okay. Auch schon. 91% Vollstand. Ja, beim Mulchen habe ich 9 Meter. Ich schnurre mich ran. Was ist los? 1,10. Einmal ins Keilsilo hast du gesagt, ne? Erkannt. Ja, du kannst auch hier drauf, also wie du möchtest. Im Moment kannst du es dir aussuchen. Ich habe den ja schon so weit platt gekriegt. Dann fahre ich hier einmal, sollte, also es ist eine harte Kante auf jeden Fall, aber ich probiere. Naja, die wird halt jetzt 99. Wenn nicht, ziehe ich dich hoch. Ja. Wir haben hier, glaube ich, gerade einen Storno. Storno? Ja. Ikea oder was? Das sieht öfter, wenn Ansgar da ist. Felix, du musst mehr links, rechts ist, fahren. Ja. Ah. Sonst bleibst du auch in Bäumen hängen. Mehr rechts, sagst du? Ja, wie gesagt, und der muss noch ein bisschen halten. Aktuell hat dieses Jahr da seine 25.000 Hektar geknackt. Wir haben 2015. 25.000 Hektar? Ja, wie gesagt, der macht, musst du dir vorstellen, der, wie gesagt, wir machen so einen Schnitt, so 850 Hektar Grünland und da unten plus ungefähr 300 Hektar Luzerne. Und dann, wie gesagt, also wir machen 4 Schnitte im Jahr, ne? Also kannst du sagen mal 1000 so ungefähr, bis zu 4000 Hektar im Jahr nur mit Grünland, Luzerne. Und dann kommen nochmal ungefähr 1000 Hektar mit Mulchen mit dazu, ne? Boah, heftig. Ich werde ja immer oft gefragt, lohnt sich denn so ein Backend bei euch überhaupt und so weiter und so fort. Und mein Chef dann auch mal sagt, die kriegen oft die Frage, lohnt sich so ein Backend denn überhaupt? Dann sagte mein Chef auch, wenn er sich nicht bei uns lohnt, wo denn dann, sagt er dann. Ja, stimmt. Und dann wie gesagt, der Alte hat 35.000 Hektar erhalten und da unterhält man sich schon, Mensch, was willst du als nächstes kaufen? Er sagt, ja, er wird gerne wieder ein Big M kaufen, weil halt durch die Wendigkeit, hat er gesagt, ne, durch die Hinterradlenkung bist du ja halt ziemlich wendig.
und so, ne? Sagt er, ja, das gefällt ihm sehr gut, hat er gesagt, wir haben auch ein paar kleine Wiesen, haben wir ja auch, ne? Wir haben nicht nur diese großen Hoshi-Wiesen. Und er sagt, ja, da bist du deutlich wendiger wie mit einem Traktor, mit einer Kombi, ne? Sagt er, und der große Vorteil beim Big M ist ja auch, du kannst in 90 Grad Kurven rumfahren und das bleibt nicht stehen, ne? Mhm. Wie gesagt, Ansgar kennt er, der kann mich schon mal gesehen, wo er in seinen Videos mit seinen Fan da gefahren ist. Ja, das war ja nur ein Hektar. Ja. Also das war wirklich ganz mini. Aber auch sonst, also Dirk, wir wohnen ja in einer relativ ähnlichen Gegend, ne? Ja, wenn hier jemand mit 25.000 Hektar ankäme, ne? Dann wäre ein Exot. Also ich weiß nicht, was hier normal Bundesland ist, aber 1.000, bitte? Das ist ja fast das ganze Bundesland. Ja, ja. Ja, gefühlt schon. Also ich glaube, allein 1.000 Hektar sind hier schon unüblich. Ja, ist schon heftig, ne? Also 1.000 Hektar hat hier bei uns kaum jemand. Bei uns in der Nähe nicht. Das Saarland oder was? Luxemburg. Berlin. Ja, Berlin. Berlin ist doch größer wie Saarland, oder? Na, Ansgar, bist du voll? Nee, ne? Nee, aber obwohl ich sehr... Das hört sich so an, oder? Ja, was soll ich machen? Soll ich mal hier versuchen? Ja, das ist halt sehr eng. Herrlich. Mach ich hier ein bisschen was kaputt. Das ist doch gut. Hä? Was soll ich gehen, bitte? Hallo, Storno. Storno. Cut. Alles auf Anfang. Wir müssen nochmal neu machen, ja. Um Gottes Willen. Guck, wie ruhig wird er von der anderen Seite. Jo. Ja, da läuft der Krone dafür heute sauber, ne? Das möchte ich ja nochmal an dieser Stelle behaupten. Naja. Was? Das hat man beim Test nochmal. Ah, geht weiter. Links oder rechts davon jetzt, Merzi? Boah, Junge, das ist knapp. Ja, du kannst nur links davon, Werner, weil der Daniel ja nicht anders kann. Stimmt, Entschuldigung. Ich kann nicht, ich bin eingeschränkt. Ja. Wir nehmen dich so, wie du bist. Ja, ich danke. Dann das bleibt uns vermutlich auch nicht übrig, ne? Da war noch mal der Bus. GPS-Laden. Moment. Ansgar, Werner, schick mal einen Abfahrer durch. Oder Ansgar ist ja voll. Achso, dann sagt er, ich bin unterwegs. Prozent, wir brauchen jetzt einen. Das ist natürlich sehr zeitig gemeldet. Ja, ich fahr ein bisschen. Wir waren hier ein bisschen mit anderen Dingen. Oder ich war jedenfalls auf andere Dinge konzentriert. Und dann fahre ich jetzt mal hier noch, ich fahre mal ein bisschen zurück, dann kannst du übernehmen. Ja. Kannst mal probieren, hinter dem zu fahren, aber ich muss jetzt auch neben dem fahren eben, keine Ahnung, das war irgendwie ein bisschen komisch. Wie war nochmal das GPS-Menü zu öffnen? Alt X, Alt Steuerung links S. Ja. Ah, stimmt. Ja. Alt F4. Nee, ja. Komm. Oh, ja. Danke. Ja. Herr Agrabrei. Ja. Scheiße. Was halten Sie davon? Ich den Rest. Ja, ne? Vielleicht in der nächsten Folge anschauen. Ich denke auch, wir haben eine ganze Menge gesehen. Schauen wir mal, was in der nächsten Folge noch passiert. Kommen wir zum Ende dieser Folge. Ihr werdet natürlich auch, wie das schon in der ersten Folge der Fall war, in den entsprechenden Videobeschreibungen auch die anderen Sichtweisen zu Gesicht bekommen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte. Wir sind gespannt drauf. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns doch alle in der nächsten Folge dann entsprechend wieder, wenn wir hier mit dem Mais weitermachen. Genau, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Genau. Und in der nächsten Folge erwarten uns dann nochmal ein paar Abfahrer, Häcksler und Verdichter hier. Bleibt gesund und munter. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.